Hallo meine lieben Freunde, willkommen beim neuesten Video. Wie ihr in diesem sehr schönen Hintergrund seht, geht es mal wieder um das Thema Harry Potter, weil, keine Ahnung, dieses Thema interessiert mich einfach ultra und deshalb würde ich es gerne noch einmal rannehmen. Deshalb willkommen zu meinem persönlichen Top 3 der unlogischsten Dinge in allen Harry Potter Filmen. Und ich will mal sagen, fangen wir an. Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ja, in diesem Film kommt es dazu, dass Harry und Hermine in der Zeit zurückreisen, um Sirius und Seidenschnabel vor dem Tode zu bewahren. Dann ist es so, dass Harry sieht ja seinen Patronus, also diesen Hirsch, als er mit Sirius am See steht. Er ist aber in der Zeit zurückgereist, um ihn zu retten. Er versichert Hermine, dass jemand kommt und sie rettet, aber keiner kommt. Deshalb rennt er selber hin und schreit natürlich: Expecto Patronum! Daraufhin kommt eine riesige Druckwelle, die einfach alle Dementoren verscheucht bzw. wegdrückt, damit sie keinen Schaden mehr anrichten. So, jetzt kommt das Unlogische. Harry steht bzw. sitzt bei Sirius, der am Boden liegt und fast stirbt. Der zeitreisende Harry steht am anderen Ufer. Und so groß ist der See jetzt auch nicht. Warum zum Teufel hört er ihn nicht? Ich meine, der steht am anderen Ende vom See, also bzw. am anderen Ufer. Und er brüllt einfach einen Zauber. Da müsst ihr ihn doch hören, oder? Platz Nummer 2, Harry Potter und der Stein der Weisen. Im Film geht es ja darum, dass er einen Stein findet. Aber da gibt es eine genauso unlogische Sache. Hermine kommt aus dem Mädchenklo und sieht einen riesigen Troll, der vor ihr steht. Ja, weil Trolle ja auch in Mädchenklos gehen. Erstmal demoliert er das komplette Mädchenklo, verletzt sie auch dabei. Doch zum Glück kommen Harry und Ron rechtzeitig rein und helfen ihr nicht zu sterben, weil Trolle sind ganz schön gefährlich. Jetzt kommt das Unlogische. Warum zum Teufel geht der Troll ausgerechnet ins Mädchenklo? Das verstehe ich nicht. Ich meine, ja okay, er hat vielleicht Hermines Geheul gehört, aber mein Gott, es gibt so viele andere Räume, wo er hingehen könnte. Zur großen Halle, in Dumbledores Büro, zum Gryffindor Gemeinschaftsraum, keine Ahnung, aber warum ins Mädchenklo? Platz Nummer 1 geht an Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ja, hier gibt es ebenfalls eine ultra unlogische Sache, die ich bis heute nicht verstehe, warum die so ist. Ich sag mal gar nichts, schaut sie euch an, und zwar in Chipmunk-Version. Okay, für die, die es jetzt nicht geschnallt haben, warum ich das hier unlogisch finde. Ganz einfach. Expelliarmus, wie Snape ihn ausgesprochen hat, ist der Entwaffnungszauber. Er entwaffnet das Opfer und macht nicht mehr. Den Zauber, der ihn zurückgeschleudert hat, hätte normalerweise Stupor geheißen. Also entweder hat J.K. Rowling einen riesigen Fehler gemacht, oder sind einfach nur Vollidioten am Werk gewesen. Oder nicht? Ja, meine lieben Freunde, das war's mit diesem Video. Hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben und da, dort ist der Abo-Knopf. Ich würde mich über mehr Fans freuen. Und ja, Leute, bis demnächst, bis zum nächsten Mittwoch, wieder um 17 Uhr. Was für ein Thema, sage ich nicht. Aber Leute, bis dann und ciao.